Hier wächst wohl gerade was Größeres heran, am Ortsrand von Hochheim. Über 470 Schüler und Schülerinnen brauchen eine neue Schule. Nachdem der Unterricht der Pfrimmtal-Realschule Plus seit Jahren an zwei Standorten parallel stattfindet, soll dieser Zustand bis 2022 beendet werden. Obwohl schon Teile des Rohbaus stehen, findet heute die offizielle Grundsteinlegung statt und eine geheimnisvolle Zeitkapsel wird vorbereitet. Näheres weiß Schulleiterin Frau Gnädig. Wir stehen hier auf dem Neubau der Pfrimmtal-Schule, der Realschule. Wie sehr freuen Sie sich denn auf den Neubau? Ja, wir freuen uns riesig. Wir haben jahrelang Visionen gehabt, jahrelang darauf gewartet und geplant und gehofft. Die Stadt Worms hat unsere Wünsche sozusagen aufgegriffen und wir dürfen jetzt hier mitplanen und freuen uns wahnsinnig über das Neubau, also über den Neubau und über ja auch den neuen pädagogischen Bereich, den wir dann auch letztendlich mit Leben füllen wollen. Wann haben Sie denn die ersten Gedanken gehabt an den Neubau? Ja, eigentlich schon relativ früh. Wir sind 2012 schon bereits mit den Gedanken schwanger gewesen, sozusagen kann man sagen, und haben uns damit auseinandergesetzt. Dann, was natürlich für uns auch spannend war, ist die Schulentwicklung mitzuverfolgen. Wir haben ja eine neue Schule in dem Sinne, dass wir ja die Realschule Plus hier an diesem Standort aufgebaut haben. Wir sind derzeit noch eine dislozierte Realschule Plus an zwei Standorten. Das heißt, hier im Moment am Standort Nievergoldstraße haben wir die 5. bis 8. Klasse angesiedelt und im Vettersheim in der Paterne-Schule haben wir unsere Dependance. Da sind die 9. und 10. Klässler der Pfrimmtal-Realschule Plus untergebracht. Das heißt, die Lehrkräfte, als auch ich bin die fliegende Schulleiterin, wir fliegen immer hin und her sozusagen und freuen uns natürlich sehr, dass durch diesen Neubau auch die Dislozierung aufgehoben wird. Wie viele Schüler haben Sie denn hier in der Schule? Wir haben derzeit 480 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 bis 10. Werden es mehr werden? Gute Frage, nein. Wir sind eine dreizügige Realschule plus dann, wenn der Neubau steht. Und daraufhin sind dann auch diese Schülerzahlen auch ausgelegt und also auch die Plätze dieser Schule. Jetzt gibt es ja heute eine Grundsteinlegung. Was legen Sie denn da alles rein? Wir haben uns überlegt, es muss auf jeden Fall, weil wir ja das Lutherjahr haben, 1521, 17. April, es muss Luther mit in die Zeitkapsel. Wir haben uns überlegt, es windet. Wir haben uns überlegt, dass ein Lehrerfoto mit da rein, vom Kollegium mit rein darf. Wir haben uns noch gesagt, es muss unbedingt eine Maske vom Land Rheinland-Pfalz mit dazu, mit Wappen. Das war ja am Anfang des Jahres. Und jetzt natürlich die neuen, die FFP2-Masken. Dann haben wir was ganz Besonderes in unserer Schulgemeinschaft. Alle Jugendlichen, die neu an unsere Schule kommen, bekommen bei uns immer einen Schlüsselanhänger. Und den wollen wir, das ist so unser Markenzeichen, auch unbedingt mit in die Zeitkapsel reingeben und natürlich einen Kuli. Wir haben uns noch überlegt, dass wir natürlich auch noch das Programm von der Stadt Worms mit dazugeben zum Thema Luther. Und weil wir heute keine Schülerinnen und Schüler dabei haben bei diesem besonderen Tag, haben sich unsere Schülerinnen und Schüler Folgendes überlegt. Also 5 Klassen haben Zeitkapseln individuell vorbereitet. Die werden an einem anderen Ort sozusagen bearbeitet bzw. abgelegt. Und das wird was ganz Besonderes werden. Genau. So, dann freuen wir uns mal auf die Grundsteinlegung. Genau. Ich darf Ihnen viel Glück mit der neuen Schule und viel Erfolg wünschen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Der Herr Hohmann vom Wormser Immobilienmanagement erklärt uns jetzt mal, was die Stadt Worms alles in den Grundstein reinlegt. Zusätzlich zu den Sachen von der Schule legen wir halt noch einen kompletten Plansatz halt auch vom aktuellen und neuen Gebäude der Realschule Plus halt mit dabei und auch noch eine gute Flasche Wein mit rein, eine Rotweinflasche und die packen wir auch noch mit rein.
Vielleicht kurz zu dem Immobilienmanagement. Was ist die Aufgabe vom Immobilienmanagement? Worms Immobilienmanagement, und die bearbeiten halt die sämtlichen Hochbau- und Sanierungsmaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes und sind dann halt auch noch für die Unterhaltung der einzelnen Gebäude zuständig. Dann haben Sie ja hier ein größeres Projekt gehabt. Dieses ist jetzt mit Abstand eines der größeren Projekte, die wir halt aktuell und auch noch in den nächsten Jahren bearbeiten werden, weil wir halt nicht nur den Neubau der Realschule Plus halt ertüchtigen oder halt realisieren werden, sondern halt auch die komplette Liegenschaft mit überarbeiten. Und da werden dann halt schlussendlich die komplette Infrastruktur auf der Liegenschaft dahingehend nochmal ertüchtigt. Es kommt halt auch nochmal eine neue Technikzentrale, weil diese alte Technikzentrale mit dem Altbau halt dann auch abgerissen wird. Ein neues Sportzentrum wird hier erbaut und dann schlussendlich rundet das dann halt alles ab, die Erweiterung und Sanierung der Diesterwig-Grundschule. Also noch viel Arbeit für Sie hier. Dazu wünsche ich Ihnen viel Glück und Erfolg. Ich danke Ihnen. Darf Sie recht herzlich hier begrüßen zur Grundsteinlegung der Frimmtal-Realschule Luss und der Technikzentrale ist mir aufgeschrieben worden. Und darf auch gleich entschuldigen Herrn Beigart und Franz, der weiterhin leider erkrankt ist. Ich wäre sehr, sehr gerne heute hier bei einem seiner Babys mit dabei gewesen wäre und hätte das gemacht. Aber ich denke und darf mich jetzt schon bedanken bei dem OK, dass wir das entsprechend auch ausgestrahlt bekommen und dann auch Herr Franz und Herr Herter die Möglichkeit haben, zumindest mal über das Zuschauen mit dabei sein zu können. Ja, erste Planungsüberlegungen hat Herr Bohmann mir entsprechend hier mit aufgeschrieben. Das Projekt Neubau Frimmtal Realschule Plus und Technikzentrale starteten bereits 2016, also vor über 5 Jahren mittlerweile, mit dem Bestreben, das Verwaltungsgebäude energetisch zu sanieren. Das war also der Ursprung, Herr Bohmann, wo man sich mit befasst hat. Und nach ersten Überlegungen, Planungen, Grundlagenermittlungen und Ermittlungen des Bedarfs wurde bald festgestellt, dass intensivere Maßnahmen, Sie haben das fein ausgedrückt, intensivere Maßnahmen vonnöten sind hier am Ort, auch im Hinblick der weiteren Gebäudeteile auf der gesamten Liegenschaft. Und wenn wir uns umgucken, ist es doch schon einiges, ist doch relativ großflächig. Überdies bestand für die Frimmtal Realschule Plus eine Dislozierung, die besteht immer noch an den Standorten Liefergoldstraße und Grabenstraße in Vettersheim, die es aus pädagogischen und organisatorischen Gründen perspektivisch aufzulösen galt. Das war also erklärte Ziel, damit eine fundierte Entscheidung getroffen werden konnte, ob eine Sanierung respektive Erweiterung oder Neubau der Standorte sich wirtschaftlich darstellt, wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zwischen folgenden Varianten erstellt. Die Variante 1 ist die Aufhebung der Dislozierung und ein ergänzender Neubau hier am Standort, also alles hier zusammenführen, aber nur ein ergänzender Neubau, kein Neubau an sich. Die Variante 2 ist das, was wir jetzt auch bekommen haben, und es war wirtschaftlich gesehen insgesamt, aber auch pädagogisch gesehen die richtige Entscheidung. Und im intensiven Austausch mit der ADD konnte auch eine Zusage für eine Förderung von 8,521 Millionen Euro, also 8.521.000 Euro erzielt werden. Dann wurden Bauabschnitte gebildet und auch jeweils mit Zeiträumen versehen. Der Bauabschnitt 1 ist der Neubau der Frimmtal Realschule Plus, der Technikzentrale, inklusive der Herstellung des Außengeländes und des Parkplatzes am Neubau, und ist terminiert 2020 bis 2022. Ich denke, Herr Bohmann, da liegt mal gut eine Zeit bis 2022, sodass die Übergabe und der Um- bzw. Einzug aktuell für den Herbst 2022 geplant sind. Der dann folgende Bauabschnitt 2 ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Da geht es um den Abriss der Bestandsgebäude und Erstellung des Schulhofes im Süden des Geländes. Und der Bauabschnitt 3 für das Jahr 2023, Neubau des Sportplatzes und der Laufbahn, die dann auch dringend benötigt werden. Und der Bauabschnitt 4, und der soll dann ab 2024 geschehen, Erweiterung dieser Weg-Grundschule mit Restleistung, Außengelände und Erstellung der neuen Vorfahrt und Rückbau der jetzt benutzten Containerflächen. Mit dem Neubau soll ein modernes, für die Stadt Worms und für Rheinland-Pfalz einzigartiges Schulkonzept umgesetzt werden. Übergreifend konnte festgehalten werden, dass die althergebrachte sogenannte Flurschule mit Schuhkartonklassen, also rechts und links angegliedert, die jeweiligen Klassenräume, nicht die richtige Lösung darstellt. Der Ansatz von 2 Quadratmeter pro Schülerin, pro Schüler ist nicht für die Zukunft ausgerichtet. Die Bauart einer Flurschule ist für einen modernen Unterricht einer inklusiven Ganztagsschule, und da wollen wir ja hin,
Frau Gnädig, nicht zielführend. Nach intensivem Austausch, unter anderem von Workshops, entstand die Erkenntnis unter den Beteiligten, sich auf die neue Form der Clusterausrichtung zu verständigen. Eine solche Clusterstruktur ermöglicht es, mehrere kleine, in Anführungszeichen, kleine Schulen in einer großen Schulorganisation zu bilden, und zwar mit allem, was die kleine Schule im Unterrichtsalltag benötigt. Die zuvor beschriebene Thematik und Neuausrichtung ist nicht nur mit der Eltern- und Lehrervertretung kommuniziert und abgestimmt, sondern auch mit der Fachbereich 4.2 Bildung und Sport bei uns im Haus und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Einvernehmen hergestellt worden. Beide stimmten der Vorgehensweise zu. Die ADD ist an dieser Stelle besonders dafür zu danken, dass hier ein neues zukunftsfähiges Konzept umgesetzt werden kann. Und dann gibt es noch die gesamten Daten, die damit einhergehen. Das sind also die Kosten von 14,2 Millionen Euro. Das sind die veranschlagten Kosten, Herr Bohmann. Hoffen wir, dass wir das hinbekommen, auch für das Geld. Die Zeit wird es bringen. Und die Gebäude-Eckdaten. Wir haben eine Grundstücksfläche von mehr als 36.412 Quadratmetern, eine Bruttogrundfläche von 5.193 Quadratmeter sowie eine Nettogrundfläche jeweils nach DIN 277 von 4.456 Quadratmeter und einen Bruttorauminhalt von 21.305. Müssen dann Kubikmeter sein, wenn es Bruttorauminhalt ist. Und haben Geschoss und Erdgeschoss, ein erstes und zweites Obergeschoss, also dann dreigeschossig. Und die Fassade wird angepasst an der seitherigen Schule, verklinkert werden. Und von der Technik haben wir eine Wärmepumpe, einen Pelletkessel, eine Lüftung, Klimatisierung und eine Photovoltaikanlage, sodass die Technik zu 100% regenerativ und ein fast CO2-neutrales Gebäude hier entsteht. Soweit meine Ausführung. Herzlichen Dank. Auch wenn der Himmel jetzt keinerlei Respekt mehr vor dieser Zeremonie zeigt und uns gnadenlos mit Tropfen überschüttet, muss die Kapsel jetzt dennoch versenkt werden. Wer weiß, ob die Schüler, die hier in 2 Jahren büffeln sollen, sich dereinst im Rentenalter noch an ihre Kapsel erinnern werden? Wir aber sehen uns hier spätestens zum Richtfest wieder.